Klar ist es tabellarisch so, dass wir eigentlich als Favorit da hinfahren, aber wir wissen ja alle, Nürnberg spielt jetzt danach noch gegen Stuttgart und gegen Schalke. Also die Voraussetzungen, da unten rauszukommen, sind jetzt auch nicht die allerschlechtesten. Die werden mit Sicherheit mutig spielen und werden sich was zutrauen. In 3 Jahren Nürnberg ist natürlich nach unseren letzten 3 Spielen Aufwind da. Und wenn wir die 3 Punkte machen, sieht es noch besser aus. Aber wir wollen Punkte, Punkte, Punkte. Für uns wäre es natürlich super, wenn wir schon frühzeitig raus wären, dass wir um den Relegationsplatz auch noch drum rumkommen. Aber ich glaube fast, dass das sich bis zum Ende durchziehen wird, weil wir haben ja auch mit Schalke und Stuttgart 2 Mannschaften, die um uns herum sind, die normalerweise am Anfang der Saison keiner dorthin gestellt hätte. Es ist natürlich nach dem Nürnberg-Spiel, wenn das abgehakt ist, für uns schon ein Highlight, dass wir da im Viertelfinale stehen und die Chance zu Hause haben, gegen Leipzig ins Halbfinale einzuziehen. Das wäre natürlich für den Verein eine Riesengeschichte. Ich hoffe, dass wir eine große Unterstützung dann zu Hause haben werden, und im Pokal wissen wir selber, ist alles möglich.